Der Bruder fragt, ist es verpflichtend, die Suar in der Reihenfolge zu rezitieren? Zum Beispiel, in der ersten Raka lesen wir Al-Fatiha und danach Surat An-Nas. Surat An-Nas ist welche Surah im Koran? Die letzte. Sehr gut. Alhamdulillah. Du liebst den Koran, inshallah? Möge Allah dich lieben. Amin. Sagt Amin. Allah. Alles Geizhälse hier, siehst du? Subhanallah. Die wollen dir nicht mal das Gute gönnen. Jetzt lesen wir in der zweiten Raka Al-Fatiha und Qul Huwallahu Ahad. Waren wir im Tartib, waren wir in der Reihenfolge? Nein. Ist dieses erlaubt, das zu machen? Na, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Und die Salaf-Gelehrten sagen, dass dieses unter den Gelehrten, unter den meisten Gelehrten erlaubt war. Und dieses mit der Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal, bleibt mit mir, welche Surah gelesen? Erstmal Surat Al-Baqarah, dann? Surat Al-Nisa. Obwohl, was kommt nach Al-Baqarah? Ali Imran. Und das ist ein Beweis. Und dann hat er erst nach Nisa Ali Imran gelesen. Das war im Tartib, in der Reihenfolge oder nicht? Nicht in der Reihenfolge. Eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari. Die Sahaba kamen, haben sich beschwert beim Propheten, weil derjenige, der für sie vorgebetet hat, hat immer nach Al-Fatiha erstmal Qul Huwallahu Ahad gelesen und dann eine andere Sura. Und dann eine andere Sura. Und dann sind sie zum Propheten gegangen und wollten ihn indirekt sagen, wen hast du uns da vorgesetzt? Dann hat der Prophet ihn bestellt und ihn gefragt, warum liest du vor jeder Sura Qul Huwallahu Ahad? Dann sagte er, weil ich Allah liebe. Dann sagte der Prophet, und Allah liebt dich. Qul Huwallahu Ahad ist welche Sura? Er die, einer der letzten oder der vorigen? Einer der letzten. Das heißt, er hat auch manchmal Sura gelesen, die davor waren. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.